Heute schauen wir einen Maschinenbauer im Gesundheitswesen und Sicherheit an. Das Unternehmen heißt Träger und kommt aus Deutschland. Leider hatte Träger gerade einen Aktienpreiseinbruch von 50% erleiden müssen. Für viele ist das ein Grund, wegzubleiben, denn das wird als schlechtes Zeichen interpretiert. Nun ist es aber auch so, dass der Aktienmarkt sich irren kann. Und ein solcher Irrtum wird durch eine Preisbewegung korrigiert. Und vielleicht ist gerade das jetzt passiert. Auf jeden Fall ist es so, dass der heutige Aktienpreis von Träger sehr günstig ist im Vergleich zur Größe des Unternehmens. Und aus diesem Grund hat Träger einen ausgezeichneten Obermatt Value Rang erhalten. Dank diesem guten Obermatt Value Rang hat Träger es sogar auf die Obermatt Top 10 Liste des TecDAX Index geschafft. Für mich ein guter Grund, das Unternehmen genauer anzuschauen. Was man hier sieht, sind die Obermatt Value Ränge. Kurs gegen Umsatz, Kurs gegen Gewinn, Kurs gegen investiertes Kapital. Und alle Ränge sind ausgezeichnet. Der einzige Value-Rang, der nicht so gut ist, sind die Dividenden. Es gibt Investoren, die mögen hohe Dividenden. Für mich ist das aber nicht unbedingt ein eindeutig gutes Zeichen, denn es bedeutet auch, dass das Management nicht weiß, was sie mit dem Geld machen sollen. Deshalb schütten sie es an die Aktionäre aus. Ein tiefer Dividendenrang hier bei Träger ist für mich noch kein Grund zur Unruhe. Aber es ist ein guter Grund, die Strategie genauer anzuschauen. Für die Strategie bin ich auf die Webseite von Träger gegangen und habe mir die Investor-Dokumentation angeschaut. Und was ich dort gefunden habe, ist, dass Träger mehr auf die Entwicklungsländer, also auf die Emerging Markets, fokussieren möchte. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Ich kriege eine deutsche Aktie mit Tätigkeiten in Wachstumsländern. Das Zweite, was Sie machen möchten, ist mehr auf Dienstleistungen Wert zu legen. Und ein deutsches Unternehmen, denke ich, das im Dienstleistungssektor noch Gas geben möchte, ist für mich wieder ein gutes Zeichen. Schließlich wollen Sie den Innovationsprozess beschleunigen. Und wir wissen alle, die Deutschen sind eher gründlich als schnell. Und da denke ich, ist ein bisschen mehr Geschwindigkeit keine schlechte Idee. Das sind alles gute Indikatoren und für mich Grund genug, Träger zu kaufen. Das war meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung.